Phoebe wird ein Blindenführhund. Hallo zurück bei Phoebes Podcast. Phoebe ist in den letzten 2 Wochen ja wieder gewachsen natürlich und die ganzen Abläufe zu Hause haben sich ein bisschen ja harmonisiert. Also wir sind irgendwie ein eingespieltes Team geworden. Jeder weiß so, was wann kommt und das gibt uns viel Sicherheit. Und in Zeiten, wo dann nicht so ganz klar ist, wann gibt es jetzt Futter, wann wird jetzt Gassi gegangen, wo es dann am Nachmittag zum Beispiel variiert ist mehr, da ist dann auch immer ein bisschen mehr Unruhe. Also ich finde es immer total gut, wenn man so gerade in der Früh einfach weiß, okay, ich gehe jetzt erst runter, dann gibt es Futter, dann frühstücken wir Menschen und dann gehe ich nochmal mit den Hunden los, beziehungsweise fahre ich dann meistens jetzt im Sommer mit dem Auto ins Parkhaus in der Stadt, dann trainiere ich eine Runde mit dem Blesk und danach gehe ich auch, ja, nicht jeden Tag, aber ich nehme dann eigentlich die Phoebe immer, wenn sie mitfährt, auch 10 Minuten, Viertelstunde mit in die Stadt. Und schau mir mal mit ihr den Markt an, mal gehen wir nur in den Stadtpark, mal gehen wir zur U-Bahn. Also lauter verschiedene Sachen, damit sie da alles Mögliche eben kennenlernt. Was ist so passiert? Wir waren unter anderem 2-mal jetzt schon bei Verwandten. Die wohnen so ja 1,5 Stunden fast entfernt. Ich war dann ganz froh, dass das mit dem Autofahren schon gut geklappt hat. Also die Phoebe bekommt immer, wenn wir Autofahren, in ihre Box einen kleinen Kausnack, normales Hundefutter oder irgendwas, was sie eben möglichst schnell aufisst, weil ich will dann nicht während der Fahrt, dass sie da rumkaut, aber dass sie eben gerne reingeht, dann kann ich in Ruhe zumachen und wenn sie drin ist, ist es auch erstmal in Ordnung für sie und sie verhält sich total ruhig. Und dann bei den Verwandten waren dann auch mehrere Kinder im Garten und natürlich will ich dann auch, dass die dann rennen können. Das heißt, ich habe geschaut, dass die Hunde eben vorher beide ausgiebig spazieren waren, alles erledigt hatten, satt waren und so weiter. Und dann haben sie eben große Schüssel Wasser neben ihre Matte bekommen und dann haben sie sich zu zweit auf die Matte hingelegt, waren dort angeleint und sind dann auch mehrere Stunden dort liegen geblieben. Ich war auch dabei, also wir haben dann an dem großen Tisch, der daneben steht, gegessen und erzählt. Und das mögen die Hunde ja eh, wenn man dann, wenn sie dabei sein dürfen. Und einfach dieses Gemurmel ist ja auch immer sehr beruhigend. Also das hat echt gut geklappt. Da war ich am Anfang ein bisschen nervös, weil ich mir dachte, naja gut, mit Kleinkind und 2 Hunden. Ich bin natürlich auch nicht allein. Es gibt ja auch Omas, Opas und den Papa natürlich, der sich dann auch mitkümmert. Sonst wäre ich da, glaube ich, manchmal schon etwas verloren. Eine interessante Begegnung hatten wir auch noch im Park, also in einem großen Park, wo wir auch das erste Mal waren. Und da sind so Rasenmäherfahrzeuge gefahren und Laubbläser rumgelaufen. Und da, ja, das hat der Phoebe jetzt nicht viel ausgemacht. Ich habe sie eben auf die Distanz erstmal gucken lassen. Und natürlich waren das dann schon interessante Geräusche. Und sie ist dann schon auch ein bisschen wieder auf Abstand gegangen. Also ich habe sie an der langen Leine im Geschirr gehabt. Weil ich möchte dann auch vermeiden, wenn dann doch irgend so ein Schreckmoment ist, dass sie dann nicht auf einmal irgendwo hinrennt, sondern nicht sicher, dass dann eben mit einer langen Leine, wo sie ausweichen kann. Und bin dann eben in einem Bogen so ein bisschen, habe mich angenähert und bin auch wieder weggegangen. Also so, dass ich es einfach in Ruhe wahrnehmen konnte. Was wir auch gemacht haben, wir waren in einer Welpenstunde und das war auch total interessant, denn die Phoebe war am Anfang beim Reingehen ziemlich verhalten, zurückhaltend. Aber das war dann in Ordnung. Wir waren alle auf Abstand erstmal. Es wurde einiges erklärt. Es war für mich jetzt auch nochmal einfach ganz gut, auch als Trainerin. Natürlich weiß ich, was wichtig ist. Aber einfach auch selber mal sich zurücklehnen zu können und mal zuzuhören und einfach unterstützt zu werden, das ist einfach ein anderes Gefühl. Und das hat mir total gut getan. Und da gehen wir jetzt auch noch ein paar Mal hin. Einfach auch für diese Sozialkontakte. Viel Wert lege ich eben immer noch drauf, die Phoebe von anderen Hunden wegrufen kann. Das ist mir einfach wichtig und für die Führhundtätigkeit wäre es natürlich auch essentiell, entscheidend, ob sie das gut dann auch Hundebegegnungen meistert. Genau, und das Interessante war, als wir dann auf dem Platz waren und die Hunde dann auch laufen durften, es war eine relativ ruhige Runde, und dann ist die Phoebe als erstes zum Nachbarhund, der war so, ja, 2 Meter entfernt und hat geschnuppert, sich klein gemacht, beschwichtigt und dann kam sie gleich wieder zurück. Und dann ist sie nochmal hin und wieder zu mir zurück.
Und dann kam auch noch ein Hund zu uns und erstmal war der Radius so klein und dann immer größer, immer größer. Ich stelle mir das immer so vor, wie du wirfst einen Stein in den See, das ist vielleicht ein gutes Bild, und dann entstehen ja diese konzentrischen Kreise, die sich dann ausbreiten. Und genau so habe ich den Eindruck gehabt, hat sie dann so ihre Sicherheit erarbeitet, dass sie eben erstmal nur bei mir war, dann sich so ein bisschen entfernt hat, wieder zurückkam, dann wieder ein bisschen mehr. Und am Schluss ist sie mit einem Hund, ist sie überall hingerast und hat gespielt und getobt. Und also die ist dann total aufgegangen. Also ich hätte ihr ja auch zugestanden, wenn sie vielleicht in der ersten Stunde gar nicht weggegangen wäre oder so, weil so wie sie reingegangen ist, hätte ich das jetzt gar nicht erwartet. Und war dann totaler Wirbelwind. Also ich bin total gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ich denke, dass sie da jetzt auch noch mal mehr Vertrauen fasst. Und das ist ja auch genau das, warum ich da hingegangen bin, dass sie einfach da noch die Sicherheit bei anderen Hunden noch schneller hat. Wir begegnen ja auch im Wald immer wieder Hunden und da ist sie immer noch wirklich ängstlich und nähert sich sehr vorsichtig an. Und wenn der Hund ein bisschen auf sie zu ist, ist er schon manchmal ein bisschen quiekend weg. Und das ist jetzt schon besser geworden und ich hoffe, dass es noch besser wird, dass sie einfach wirklich selbstbewusst ist und das auch gut einschätzen kann, was der andere Hund vorhat. Und natürlich findet sie dann auch immer Schutz bei mir. Und also ich finde es nicht schlimm, wenn man den Hund als Welpen auf den Arm nimmt, um dem Schutz zu geben. Denn man muss ganz klar sagen, es gibt ja keinen Welpenschutz. Und man weiß bei manchen Hunden dann vielleicht doch nicht ganz sicher, wie die dann reagieren. Und wenn mein Hund ängstlich ist oder Angst hat und aus der Situation raus will, dann in Gottes Namen helfe ich ihm natürlich auch, ne? Und je älter sie wird, je vertrauter sie mit neuen Situationen wird, kann man sie immer mehr hinlassen oder mal kurz auf den Arm nehmen oder ein bisschen weggehen und sich dann wieder annähern und sie wieder runtersetzen, ne? Also so, dass sie auch wirklich die Chance hat, sich da anzupassen. Und was wir auch noch gemacht haben, wir waren in einem Einkaufszentrum, ein ganz neues Setting. Da gibt es natürlich auch viele Dinge, die man erleben kann und sehen kann und riechen kann. Und das war ganz süß, da bin ich ein bisschen mit ihr durchgetipselt. Und jetzt zur Corona-Zeit mussten wir dann immer den Pfeilen nachgehen, was gar nicht so einfach war. Ich hatte hauptsächlich Angst, dass sie mir irgendwo reinpischert und bin dann zügig durchgegangen, dann auf eine Wiese und dann wieder zügig durch das Einkaufszentrum zurück zum Auto. Und das war dann schon das Erlebnis für den Tag. Ja, wenn sie viel erlebt hat, habe ich jetzt auch wieder mehr gemerkt, wenn es vielleicht doch mal Ticken zu viel war an dem Tag, dass irgendwie noch zu Hause einiges gewesen ist, dann ist sie wirklich auch gegen Abend hin völlig abgedreht und ich schaue immer, dass sie dann so 2-3 Mal am Tag im Garten auf jeden Fall ihre Runden rennen kann. Im gewissen Rahmen finde ich das gesund, dass der Hund einfach mal rennen kann, ist ja logisch. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn der Hund so überhaupt nicht mehr runterfährt, dann gibt das mir immer so das Signal, das war jetzt einfach zu viel heute. Und das ist ehrlich gesagt bei meiner Tochter auch nicht anders. Wenn die viel zu viel erlebt hat, dann ist die total aufgelöst am Abend. Und wenn es eine gute Menge war, dann kommen sie auch gut zur Ruhe. Und da habe ich dann eben auch an einem Tag war das dann wirklich sehr schlimm. Und dann habe ich mir fest vorgenommen, okay, dann lieber mal wieder weniger machen. Und dann ist das auch in Ordnung. Also ich denke, da geht jetzt die Welt nicht von unter. Aber man muss halt einfach immer so ein bisschen das Mittelmaß. Ne? Man möchte ja, dass der Hund was erlebt. Auf der anderen Seite soll es eben nicht zu viel sein. Und da einfach diesen Mittelweg zu finden, ist eben auch nicht immer einfach. Oder vielleicht auch einfach manchmal auch nicht machbar. Ne? Also das ist einfach, die Welt passiert halt um uns herum. Und da muss man einfach gucken. Ja, was hat Phoebe gelernt? Also sie hat jetzt bei meinen Eltern mal ein paar Stunden gewartet, beziehungsweise habe ich sie eben dort gelassen. Und auch bei meiner Nachbarin, die sie ja auch schon kennt, weil die ja mit dabei war, als wir die Phoebe geholt haben. Und das hat sehr gut geklappt und da lege ich auch echt viel Wert drauf. Ich habe meinen eigenen Hund damals immer selber betreut und wollte auch nicht, dass jemand anderes mit dem so viel macht, weil es war ja mein Hund. Und später habe ich dann aber die Quittung bekommen, einfach weil mein Hund
eben nicht einfach mal irgendwo gelassen werden konnte. Und wenn man dann doch mal irgendwie in Urlaub gefahren ist, wo der Hund mal nicht mit kann oder es ist einfach was anderes, da musste der Hund eben zu Hause bleiben. Und auch in Urlauben haben wir eben gemerkt, die ersten 2-3 Tage hat er bei meinen Eltern, obwohl wir im gleichen Haus ja damals gewohnt haben, aber er hat die ersten 2-3 Tage nichts gegessen. Dann wie bei einem Lichtschalter hat es Klick gemacht und dann konnte er eben auch bei meinen Eltern bleiben. Aber das hat eben mal so ein bisschen Umstellungszeit gedauert, bis er sich jemand Neues gesucht hat. Und deswegen lege ich so viel Wert darauf, dass der Hund einfach von Anfang an lernt, ich kann mal hier sein, ich kann mal da sein, es geht mir immer gut und ich werde immer wieder abgeholt. Und das fördert auch die Flexibilität, also für mich, aber auch später, wenn er dann den Halterwechsel hat und zum Blinden kommt, möchte ich ja auch nicht, dass sie total auf mich fixiert ist. Deswegen soll auch mein Partner mal mit ihr spazieren gehen oder jemand ganz anderes, sodass sie da einfach weiß, okay, das ist in Ordnung. Ich hoffe einfach, wenn sie es von früh an lernt, dass es für sie einfach selbstverständlich und normal ist. Sie kann auch kurz alleine bleiben. Also im Flur haben wir das alles so abgeriegelt und abgesichert, dass da nichts passieren kann. Wir haben auf jeden Fall immer ja, ihr Körbchen, eine Kauwurzel, wo sie eben gerne dran rumnagen kann und einen Futterball mit Futterkügelchen drin, den sie rumrollen kann. Und damit geht das sehr gut, dann hat sie auch ein bisschen was zu tun. Ich habe sie auch jetzt mittlerweile zu Hause in der Box mal gelassen, auch schon eine Stunde. Und natürlich, nachdem sie eine Runde gerannt ist und alles erledigt hatte und satt war etc. Also ich finde, man muss immer gucken, so dass diese Grundbedürfnisse erledigt sind und dann kann der Hund sich auch entspannen. Natürlich, wenn ich jetzt kurz vor der Fütterungszeit oder kurz bevor sie muss, sie irgendwie alleine lassen wird, dann wäre das, glaube ich, nicht so gut. Und ich lasse auch immer eine Aufnahme laufen, also mindestens Audio, manchmal auch Video, also am Anfang Video auch, dass ich einfach sehe, wie sie sich verhält. Und natürlich, wenn ich nach Hause komme, dann sehe ich natürlich auch an ihrem Verhalten, ist sie nervös, ist sie müde, steht sie gerade erst auf oder zappelt sie schon die ganze Zeit rum. Und bisher war es so, dass sie dann total verpennt aufgestanden ist. Also wirklich sehr gut und ich denke, das ist eben auch so ein bisschen Hundetyp abhängig. Es ist auf jeden Fall gut, früh damit anzufangen, auch in kleinem Maße, dass man eben sagt, man legt einen Futterball hin, geht runter, bringt den Müll weg und kommt wieder hoch. Dann hat der Hund einfach viele, viele kleine Wiederholungen von diesem Weggehen und Zurückkommen und gewöhnt sich an diesen Prozess und lernt es als was Normales kennen. Ich lasse dann auch immer das Radio laufen. Das ist zum einen beruhigend, weil dann einfach so Hintergrundgemurmel da ist und der Hund sich eben nicht so alleine fühlt. Eben wenn wir zu Hause sind, unterhalten wir uns ja auch. Zum anderen finde ich es ganz wertvoll, um von anderen Geräuschen abzulenken. Also im Haus gibt es ja Geräusche, wenn Leute hoch und runter gehen oder bei uns bellen eben auch einige Hunde. Und auch von draußen gibt es natürlich Geräusche von der Straße oder wenn irgendwo ein Rasenmäher losgeht. Und um da keine Schreckmomente zu haben und da auch ein bisschen von abzulenken, finde ich halt das Radio auch total wertvoll. Also das lenkt so ein bisschen davon ab und sorgt eben für so ein Hintergrundrauschen. Ein lauter Knall fällt dann nicht so auf, wie wenn eben es komplett still wäre. Ne? Dann habe ich mit der Phoebe unter anderem auch auf dem Fitbone trainiert. Mit dem Blesk mache ich das ja auch schon. Da gibt es übrigens auf YouTube ein Video, das heißt Gymnastik mit Hund auf dem Fitbone. Das habe ich aufgenommen mit dem Blesk und mit der Phoebe. Also da sieht man beide ein bisschen trainieren. Genau, also allzu viel mache ich das mit ihr auch nicht. Aber für diese Körperbalance finde ich es ganz wertvoll. Wir haben auch so Bodenparcours geübt, also ich habe sie mal um so ein Stangenlabyrinth herumgeführt, sodass sie da eben auch so ein bisschen lernt, schon jetzt ein bisschen die Füße gut zu koordinieren. Und das sorgt dann insgesamt für ein gutes Körperbewusstsein. Wir haben angefangen, Platz-Bleib zu üben, also Sitz und Platz. Das kennt sie schon, das übe ich immer nur so zwischen rein. Wie gesagt, finde ich das nicht so wichtig wie dieses Frust aushalten, mal warten können etc. Aber natürlich kann man das ganz gut im Alltag auch mal integrieren. Platz bleib habe ich dann so geübt, dass sie erstmal ins Platz gegangen ist. Ich fütter ganz oft hintereinander, wenn sie liegt und markere das auch mit einem Markerwort. Und interessant fand ich dann, wenn ich dann ein paar Schritte nach hinten weggegangen bin, also sie liegt vor mir und ich gehe ein paar Schritte rückwärts, ist sie total gut liegen geblieben. Dann bin ich wieder hin, habe sie gefüttert, bin wieder ein bisschen weg, wieder hin, wieder weg, alles super.
Und bin ich nur einen Schritt seitlich weggegangen, ist sie aufgestanden. Also total interessant, dass man da eben auch durch die Position, in der einen klappt super, in der nächsten gar nicht. Also das war sehr, sehr unterschiedlich und das können wir jetzt natürlich noch üben. Sie macht nur noch selten rein, das ist natürlich sehr schön. Also vielleicht einmal am Tag, dass da nochmal eine kleine Pfütze ist. Ansonsten haben wir es doch weitestgehend geschafft, würde ich sagen. Das Lösen an der Leine finde ich ja sehr wichtig, weil das ja für den Blinden auch später sehr wichtig ist, dass der Hund nicht nur abgeleint sich lösen kann. Das hat sie am Anfang gar nicht so gut gefunden und dann immer den Radius komplett ausgenutzt, obwohl es ja auch eine 3-Meter-Leine sogar ist. Ich habe dann auch festgestellt, wie jetzt, um nochmal zu diesem See mit dem Stein zurückzukommen, hier in unserer Umgebung kann sie sich schon sehr gut lösen und entspannen. Und unterwegs, wenn wir mal woanders spazieren waren, hat es richtig gedauert. Also, weil sie musste sich natürlich mit den ganzen neuen Reizen, neue Gerüche und Umgebungen auch befassen. Und diese Sicherheit war da nicht. Und dann ist es natürlich eher mal so, dass man heimkommt und der Hund dann direkt vor der Tür hin macht quasi, weil er sich da wieder wohlfühlt. Und das fand ich jetzt auch interessant, dass sie jetzt immer öfter es geschafft hat, sich auch, also im Park, wo wir mal waren, oder ja auch bei meinen Eltern im Wald. Also es ist eben anderer Wald als bei uns. Und dann merke ich jetzt eben auch dadurch, dass sie mir ein bisschen größer und wieder ein bisschen selbstbewusster geworden ist, fängt es jetzt an, dass sie auch in anderen Umgebungen sich gut lösen kann. Die Phoebe ist natürlich auch frech, ist einfach ein kleines Hundebaby, das natürlich schon auch mal was anstellt. Also ich habe ja schon das letzte Mal erzählt, dass ihr unser Holzregal gern benagt. Die Umorientierung mit der Kauwurzel klappt sehr gut. Ich habe jetzt auch eine Kiste mit verschiedenen Spielsachen. Ich hole dann eben, wenn sie gar nicht von ablassen will, einfach ein neues Spielzeug und tue die anderen auch immer wieder mal weg. Dann bleibt es interessant und ich kann sie damit einfach umorientieren auf dem Spielzeug. Wir tippen sie schon auch mal an, schubsen sie mal ein bisschen und sagen, dass sie das einfach auch lernt, dass das halt nicht geht. Und sie ist auch schon in die Nähe von Kabeln gekommen, wo wir natürlich dann schon auch ja, Grenzen setzen. Und das ist dann schon so, dass ich die dann mal packe. Dann setze ich sie woanders hin, gebe ihr, also zum Beispiel zur Kauwurzel, mache dann wirklich, pack sie weg. Und dann muss man natürlich auch einfach durch Management dafür sorgen, dass sie nichts erwischt, was irgendwie gefährlich sein könnte. Weder für sie noch für uns. Ja, die Phoebe bellt leider. Und zwar, wenn in der Früh jemand im Haus läuft oder der Lift fährt. Und sie ist eben auch oft im Flur, weil wir sie dann eben auch von der Küche und vom Wohnzimmer gut sehen können. Und dann haben wir eben Zeiten, wo die Türen offen sind und Zeiten, wo sie zu sind, damit sie dann auch runterkommt, ist es einfach notwendig, sie dann auch im Flur mal zu begrenzen. Jetzt war es natürlich so, wenn sie dann im Flur ist, ich nenne es ja immer gern Pole Position, direkt vor der Tür und es ist da jemand oder es läuft jemand mit dem Hund vorbei, dann ist es natürlich für einen Hund, der eine Neigung zum Bellen hat, sehr schnell gelernt, dass er dann zur Tür stürmt und bellt. Das wollen wir nicht. Jetzt habe ich mein Trenngitter, das man so hinstellen kann, in den Flur gestellt und nochmal eine Ecke abgegrenzt, sodass sie da nicht vorrennen kann. Und sie ist wieder öfter im Arbeitszimmer oder auf dem Balkon oder im Wohnzimmer. Also da will ich natürlich auch nicht, dass es in die Richtung geht, dass sie denkt, sie muss das dann immer ankündigen. Und auch wenn wir auf dem Balkon sind und die Hunde bellen im Haus, schaue ich immer, dass ich sie anspreche. Prima, ne? Also Lobwort, wenn ich jetzt nichts zur Hand habe. Und wenn ich was da habe, dann kriegen sie auch was zu futtern, während andere Hunde bellen. Und das ist natürlich schon sehr aufwendig am Anfang, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das wert ist, jetzt am Anfang da ganz viel zu füttern, wenn sie nicht bellt in solchen Situationen, um das einfach in die Richtung zu lenken, die ich haben will. Also das mit dem Bellen war jetzt die letzten Tage ganz okay. Und was man jetzt auch merkt, weil die Phoebe ja ein Labrador-Mischling ist, ist einfach das Gestöbere. Sie sucht unheimlich im Garten, findet dann immer wieder Zapfen vom Baum. Das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, aber natürlich muss man sich wirklich gut überlegen, was lasse ich jetzt den Hund einfach mal ein bisschen benagen und was nicht.
Und heute zum Beispiel hat sie dann gleich einen Pilz aus dem Gebüsch gepflückt und da hört dann der Spaß schon auf, weil wenn der Welpe irgendeinen Pilz erwischt, der nicht gesund ist, dann ja, weiß ich nicht, wie das Ganze ausgehen kann. Von daher, ich lasse schon schnuppern, aber ich finde, es gibt auch immer einen Unterschied zwischen mal ein bisschen schnuppern, weil der Hund sich einfach interessiert, was da riecht, oder stöbern, wo der Hund dann richtig gezielt sucht, was er wieder finden könnte. Also dieses intensive Suchverhalten, Stöberverhalten, das unterbinde ich jetzt auch, weil ich nicht haben möchte, dass sie dann irgendwann alles einfach mitnimmt, was am Boden klebt. Ja, ansonsten ist sie wirklich sehr gut zu haben. Sie legt sich hin, kann auch gut entspannen. Und ich mache es dann auch so, wenn die Hunde mal zu wild sind, dass ich beiden einfach einen kleinen Kausnack gebe, wo sie so ein bisschen was zu tun haben. Jetzt nicht ewig lang, aber schon so für die Phoebe sind es dann schon 3 bis 5 Minuten, wo sie kaut. Für den Blesk vielleicht eine, aber der kommt auch schneller zur Ruhe. Das ist so ein Übergang vom totalen Wildsein zur Ruhe. Da finde ich, braucht es einfach so einen Zwischenschritt. Und das, finde ich, ist mit einem Kausnack oder manchmal auch mit einem Futterball, das muss man sehen, wie der Hund damit umgeht, auch eine gute Lösung. Ist auf jeden Fall schon mal ruhiger, als total abzudrehen. Also entweder Futterball oder einen kleinen Kausnack. Und dann gehen sie ja eh irgendwo hin und legen sich hin. Durch das Kauen wird viel Ruhe erzeugt und Aufregung abgebaut. Und einfach durch das Hinlegen auch. Ne? Also es ist ja auch so, wenn der Hund körperlich aktiv ist, dann wird er natürlich aufgeregt und wenn er körperlich ruhig ist, dann wird er auch ruhig. Von daher ist das mit dem Kauen eben auch ganz sinnvoll, weil der Hund sich hinlegt und wenn er dann erstmal ein paar Minuten lag, dann ist er hinterher auf jeden Fall weniger aufgedreht. Ja, also es ist einiges passiert und es bleibt spannend und schön zu beobachten, wie sie lernt und wie sie sich verhält. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Und wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal von Kluge Hunde kannst du einige Videos auch mit Phoebe sehen. Besuch mich auch gern mal auf www.kluge-hunde.de. Bis bald. Tschüss, deine Eva.